Oh hey, meine Lieben, heute komme ich mit einem ganz besonderen Thema zu euch, zu dir, und zwar mit dem Thema Prokrastination, Aufschieberitis. Kennst du das? Also, dass dir eine wichtige Aufgabe auf dich wartet und das bereits seit Tagen, eventuell sogar seit Wochen, und du dir auch fest vornimmst, heute, ja heute mache ich das endlich. Du weißt genau, dass es auch gut für dich wäre oder sogar auch würde. Aber kurz bevor du es dann umsetzt, um dich endlich dieser Aufgabe zu widmen, hörst du, wie die fertige Waschmaschine piepst. Ja, und dann aus der Wäsche, ja, aus dem Wäscheaufhängen wird dann so ein ganzer Wohnungsputz und anschließend werden auch so ein paar Online-Videos geguckt, auf YouTube, Instagram oder FB. Und weiterhin werden dann noch ein paar E-Mails abgecheckt oder irgendwas auf Social Media gemacht und weitere Zeit vertrödelt. Moment, da war doch noch mal was. Also trotz der ausreichenden Zeit bleibt die wichtige Aufgabe am Ende des Tages doch unvollendet. Kann ja noch bis morgen warten oder übermorgen, da gibt es auch noch einen Spot, da könnte ich das machen. Vielleicht wolltest du ja endlich mit Sport anfangen, du wolltest täglich meditieren oder den ersehnten Waldspaziergang machen, dein Medizinrad öffnen, die Steuererklärung fertig machen, den Schrank ausmisten oder neu renovieren oder dich endlich mit der Familie und mit Freunden treffen, die dir am Herzen liegen. Du wolltest deine Ernährung umstellen oder eine Fastenkur machen. Oder. Also es gibt ja ganz viele Dinge, die man aufschieben kann. Tja, meine Lieben, seit ungefähr 2 bis 3 Wochen habe ich dieses Wort im Kopf. Ich stehe dann morgens vorm Spiegel, gucke in den Spiegel und in meinem Kopf kommt dieses Wort Prokrastination. Ich habe mich jedes Mal gefragt, was ist denn das? Was bedeutet das? Also ich werde dieses Wort ja wohl irgendwo mal gehört haben, aber ich erinnere mich einfach nicht. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Aber das kommt immer wieder und ich habe manchmal solche Eingebungen oder solche Dinge in meinem Leben, Worte. Ja, wie eine ganze Zeit lang hatte ich Zugehörigkeit, das Wort Zugehörigkeit. Und auch da habe ich, stand Nacht für Nacht Dancing Thunder an meinem Bett, also mein Führer, mein geistiger Führer und Lehrer, und hat dieses Wort gesagt. Und ich habe gedacht, Zugehörigkeit, Zugehörigkeit, was soll denn das? Warum höre ich immer dieses Wort? Aber wir hören solche Dinge oder wir beschäftigen uns oder kommen auf solche Dinge, wenn dieses Thema auch ein ganz wichtiges Lebensthema ist. Tja, was ist das nun? Also dann habe ich mich jetzt daran begeben, gestern mal ganz kurz, hatte nicht so viel Zeit, aber ich habe zumindest mal nachgelesen und da stand dann, ja, das ist die Aufschieberitis. Also es ist etwas, was scheinbar auch sehr viele Menschen betrifft. Und ich lese dann so ein bisschen nach und verstehe. Aber diese äußeren Geschichten, die interessieren mich natürlich nicht so sehr wie die inneren Prozesse, ne? Oder auch diese Ursprünge. Wie ist denn das passiert? Wie kommt es dahin, dass man solch eine Lebensform lebt? Wie kann das sein, dass man solch eine Eigenart auslebt, obwohl doch dieses bewusste Wissen da ist? Hey, das wäre ganz wichtig für mich. Das ist wichtig für mich. Und ich möchte natürlich nicht nur wissen, wo das herkommt, sondern ich möchte ja auch wissen, was hilft denn da? Was kann denn der Mensch tun? Was kann Mensch tun? Ja, und damit sich diese Eigenart nicht so sehr ausdehnt. Und was haben die Ahnen dazu? Aber natürlich gehe ich jetzt erstmal in die äußere Bestimmung von Prokrastination. Ich habe sogar Schwierigkeiten mit dem Wort, obwohl es ständig in meinem Kopf war. Aber ja, es ist nicht unbedingt das schönste Wort. Hört sich auch komisch an. Hat jetzt nichts mit Kastration zu tun, weil es steht ja Prokrastination. Aber krass ist es schon, auf jeden Fall. Ja. So, also das Wichtigste ist einfach mal zu gucken.
Ja, was das für viele Menschen so ist. Also es wird beschrieben, dass das so eine Art Alltagslaster ist, das einen davon abhält, die wirklich, wirklich wichtigen und dringenden Aufgaben zu erledigen. Und sobald es keinen Druck von außen gibt, ja, einfach so zu machen, damit die Möglichkeit gegeben ist, die Dinge zu klären. Und dieses Aufschieben passiert ja nicht nur bei diesen privaten Alltagsaktivitäten, sondern es ist ja auch etwas, was sich in das Berufsleben ziehen kann und dann auch zum Problem wird. Psychologen gehen so weit davon aus, dass Prokrastination als Störung der Selbstregulation bezeichnet werden kann, da der Aufschieber kurzfristig nichts Unangenehmes aushalten kann. Also es ist so wirklich so, dass man sich, dass man vermeidet. Und auf lange Sicht kann man dadurch dann auch nichts Positives erreichen. Es gibt viele Psychologen, die sich da mit beschäftigen und manch einer sagt sogar, dass es Teil einer Krankheit sein kann. Also dass es Teil einer Krankheit sein kann, die dann zur Depression führt. Depression ist für mich nichts anderes wie eine Initiation, das heißt eine Aufforderung, über sich selbst hinauszuwachsen. Und da sind wir doch schon wieder an dem Punkt. Doch was genau passiert bei solch einer Prokrastination? Und was ist es, was ich dir mitteilen möchte, was dir jetzt dabei helfen kann? Zum einen möchte ich natürlich wissen, was sind die Ursachen, wo kommt das her? Die Psychologen sehen das so, dass das eine Art Vermeidungsverhalten ist, das dem Menschen ein gutes Gefühl vorgaukelt. Also das ist so, man geht in eine Scheinwelt hinein. Und sie sagen, dass es entsteht, wenn, also die Ursache der Prokrastination kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden. Meist entsteht Prokrastination dann, wenn man sich vor einer Aufgabe fürchtet, Angst davor hat zu versagen oder Angst davor hat, kritisiert zu werden. Aber es sind auch ganz andere Sachen mit ein Faktor, zum Beispiel falsche Prioritätensetzung, unrealistische Ziele oder eine schlechte Zeiteinteilung, die dabei eine Rolle spielen. Und diese unrealistischen Ziele, da muss man mal schauen, manche setzen sich die Ziele so hoch, also die haben so einen hohen Anspruch an sich, dass es eigentlich fast unmöglich ist, diese Ziele zu erreichen. Und das macht natürlich Druck und da möchte man gar nicht erst anfangen, weil man im Innersten, tief im Innersten ja weiß, hey, läuft sowieso nicht, kann eh nicht klappen. Und die Verlockung, dann einfachere und angenehmere Aufgaben zu erledigen, ja, die vergrößert sich dann. Dann lenkt man sich mit belanglosen Dingen ab, wie zum Beispiel ein lustiges Online-Video, ja, oder irgendwie die Darstellung anderer Personen in ihrer schönsten Kraft, oder vielleicht sieht man ja auch schon mal den einen oder anderen, der ein Fauxpas hat. Aber meistens geht es darum, dass man sich so davon ablenkt, ja, damit man diese Faktoren, ja, die diese quasi diesen Teufelskreis so eröffnen, dass man diese lästigen Aufgaben verdrängt, nach hinten schiebt, also quasi aufschiebt, ja, kurzum, weil es so viel leichter scheint. Und wenn man sich nicht mit diesem negativen Gefühl der Angst oder Betroffenheit beschäftigen muss, einem ein besseres Gefühl gibt. Aber es gibt, also es wird, glaube ich, also es wird da zwischen zwei Aufschiebetypen unterschieden. Es gibt einmal diesen Erregungsaufschieber und dann gibt es den Vermeidungsaufschieber. Der Erregungsaufschieber, der reagiert erst auf den letzten Drücker und benötigt eigentlich diesen enormen Druck, um effektiv arbeiten zu können. Keine Sorge, ich gehe erstmal nur von der äußeren Beschreibung aus und gehe aber nachher mit den Ahnen in die Tiefe, um zu gucken, was steht denn wirklich dahinter. Ja, das hier sind jetzt so mehr psychologische Dinge, die ich da aufzeige. Der Vermeidungsaufschieber, der leidet eher unter der enormen Angst zu versagen. Also das ist der, der im Grunde genommen, der meidet den Leistungsdruck und geht damit den schwierigen Aufgaben aus dem Weg. Und das sind oft Menschen, die vielleicht auch keine gute Kindheit haben, aber auch dazu kommen wir gleich. Also viele Aufschieber setzen Erfolg mit Selbstwert gleich und brauchen somit wiederholt kurzfristige Erfolgserlebnisse. So, und dann bleibt das Wichtige hinten stehen. Ja, und dann redet man von pathologischer Prokrastination, von administrativer
Und von, ach, was war denn das andere? Das ist so eine akademische Prokrastination. Ja, diese pathologische, das sagt man, das hat, das ist so ein, das ist schon fast ein Zwang, die Dinge aufzuschieben. Und wo man sich so einer bewussten Kontrolle und Steuerung entzieht. Und dass diese Menschen, die damit zu tun haben, auch schon mal Schlafstörungen haben, sehr starke depressive Belastungen haben, auch ein Aufmerksamkeitsdefizit, also sprich, es gibt so viele Krankheiten, die auch so genannt werden, oder dysfunktionale Geschichten, wo Menschen einfach auch nicht lange bei der Bahn bleiben können. Und das sagt man, braucht dann professionelle Behandlung, es braucht Mentaltechniken, es braucht Entspannungsmethoden und oder aber auch energetische Heilung. Und da bin ich ganz dabei, weil ich immer sage, das ist der erste Schritt, den ich machen würde, und vielleicht braucht es dann eben halt diese äußeren Faktoren, um mich diesen energetischen Schritt hingeben zu können. Dann gibt es diese administrative Prokrastination. Und dabei handelt es sich um das Aufschieben von behördlichen Erledigungen, zum Beispiel. Ja, die Steuererklärung, Bankangelegenheiten, Rechnung schreiben, all das, was so einen inneren Widerstand hervorruft. Und ich weiß zum Beispiel, meine Mama hat das nie so gerne gemacht, weil sie, man hat gesagt, dass sie Legasthenikerin ist. Und das ist aber auch eine Verhaltenskraft, die entstanden ist durch eben halt Kindheitstraumata. Und ich weiß genau, durch welche. Und deshalb finde ich das so interessant, dass das so ausgelegt wird. Und das, wenn ich als Kind ja nicht lernen darf, weil der Vater nichts gelernt hat und die Mutter dann im Grunde genommen heimlich mit dem Kind lernt, so war es bei meiner Mutter, das Kind nicht schnell genug auffasst und dann noch eins über den Kopf kriegt oder auf den Rücken, dann ist klar, dass es dort einen Misserfolg im Lernen gibt und dass man natürlich dann auch solche Verhaltensweisen an den Tag legt. Aber kommen wir mal zurück. Das große, große Thema aus meiner Perspektive ist das Thema Selbstwert, Wertschätzung der eigenen Gaben, aber auch bewusstes Arbeiten an dem Thema Loslassen, also das Bedürfnis nach Kontrolle loszulassen. Wenn ich mir diese Dinge nicht zutraue und deshalb aufschiebe, ja, dann habe ich ein Thema mit Loslassen der Kontrolle, weil ich das Ergebnis ja nicht kenne. Und wenn ich das Ergebnis nicht kenne, dann ängstigt mich das. Und da bin ich schon wieder in diesem Teufelskreis gefangen. Also energetisch ist es ein Thema, welches vor allen Dingen zunächst einmal mit dem Solarplexus in Verbindung scheint. In meiner weiteren Recherche, also wo ich so ein bisschen eingetaucht bin, also energetisch eingetaucht bin, habe ich jedoch festgestellt, dass es nicht nur diese einzige Möglichkeit gibt, sondern dass es ganz, ganz viele Themen gibt. Ja, zum Beispiel hier bei diesen Sachen wie Steuererklärung, Bankangelegenheiten etc. pp. Und da könnte es ja auch um das Thema Behörde, Amt, Autorität und so weiter gehen. Und dann sind wir wieder beim Kronenchakra. Es gibt die akademische Prokrastination. Mein Gott, was für ein Wort. Also von dieser Aufschieberitis sind vorwiegend Menschen betroffen, die ihre Aufgaben in einem langen Erledigungszeitraum oder zu weit entfernt scheinenden Prüfungen, Präsentationen fertigstellen müssen. Also für Studenten gibt es hier zum Beispiel ganz viele Hilfestellungen, wie eine sogenannte Prokrastinationsambulanz, Arbeitsgruppen, technische, organisatorische Hilfsmittel oder auch Apps. Also muss man sich mal vorstellen, wie weit das vorgedrungen ist. Also wohingegen sich dann auch Betroffene in einem betrieblichen Kontext Hilfe in der allgemeinen Gesundheitsindustrie, also verstehe mich gut, suchen müssen. Aber weißt du so, ich kann nur sagen, es kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass alles technisch abgeglichen wird, industrialisiert wird und wir dann wieder zurückkommen. Ich sehe die Störung, diese Krankheit in Anführungsstriche, die keine ist, ja, vielmehr im Inneren. Und das will betrachtet werden, auch geheilt werden. Also so sehe ich auch meine Ahnen hier ganz begeistert nicken. Ist Aufschieberitis vererblich, frage ich. Ja, und so weit und so sofort nicken sie wieder freundlich. Wir imitieren, wir schauen ab. Ja, das heißt, so wird es wirklich weitergegeben und es wird dann ins System hineingebrannt, quasi in die DNA.
Und es ist aber wichtig zu gucken, welches Thema dahinter steckt, weil der Mensch so individuell ist. Ja, dass wenn es jetzt schon so ein langes, ziemlich, ziemlich langes Programm in uns ist, dann muss man das klären, ob da nicht auch karmische Verstrickungen gibt. Wieder nicken Sie, wieder nicken Sie. Was ist bei der funktionalen Prokrastination? Da wird gesagt, bei dieser Art des Aufschiebens wird zuerst strategisch, taktierend abgewartet. Das ist eine geile Sache, in der Hoffnung auf eine Verbesserung der eigenen Handlungsposition. Also hierbei sind die Tugenden wie Besonnenheit, Beherrschtheit jedoch weniger erwünscht als deutlich erkennbarer Aktionismus. Dieses Ding ist, wenn ich darauf warte, dass die Welt mir die Verantwortung, die ich ja hier für mich habe, abnimmt, dann bin ich nicht in der Eigenmacht, in der Selbstermächtigung. Ist es denn funktional? Oder was meint die geistige Welt hierzu? Der Mangel an Selbstwert, Selbstbewusstsein und der verloren gegangenen Integrität und Individualität ist es, also schuldet es sich. Die Ansagen, ob pathologisch, administrativ oder funktional, der Ursprung und die Heilung führt bei allen auf das gleiche Ursprungsthema zurück. Jetzt bin ich natürlich total gespannt, was die Ahnen damit meinen. Und die Ahnen sagen, hinter der Aufschieberitis verbirgt sich eine große Gabe. Eine Gabe, eine Aufgabe. Eine Gabe, die in Verbindung steht mit Freiheit. Eure Freiheit kommt aus dem Herzen und lässt ein enormes kreatives Potenzial in jedwedem Raum hervordringen. Die Angst, nicht dazuzugehören, missverstanden zu werden oder Fehler zu machen, ausgeschlossen zu werden, weil anders, steckt mit dahinter. Die Spirits zeigen mir Schulbänke, die ausschauen wie Bänder, eine Fabrik. Ah, Fließbänder, so heißen sie. Der Ablauf ist vorbestimmt. Und wenn du die Aufgabe auf deine Weise löst, kann dir passieren, dass du eine 6 bekommst, obwohl das Ergebnis richtig ist. Das Zauberwort heißt hier wohl Kreativität, gelebte Kreativität. Ich bin weder Wissenschaftler noch Arzt. Ihr wisst, ich arbeite als Medium und als Schamanin. Aber ich höre sehr, sehr gerne und sehr gut zu, wenn die Ahnen mir etwas erzählen, ob ich das nur kenne oder nicht. Ja, das, was die Ahnen mir sagen, Kreativität fügt Dinge zusammen, die scheinbar nicht zusammenpassen. Kreativität ist ein künstlerischer, individueller Ausdruck, ein kraftvolles Werkzeug, um Einzigartigkeit innerhalb der Vielfältigkeit hervorzubringen. Und da sind wir nicht hinerzogen worden, wir sind erzogen worden. Das Wort ist schon krass. Alle irgendwie gleich zu sein. Und wenn ich jetzt da rausschaue in diese große, weite Welt, naja, dann sehen die Menschen in den verschiedenen Richtungen alle gleich aus. Und das ist nicht nur auf die junge Mode überzulegen, sondern das kannst du auf alles, ne? Ob du jetzt in die spirituelle Szene gehst oder ob du in die Berufskatagolisierte, mein Gott, ich kann nicht mehr sprechen. Welt reingehst, also dass in der Berufsrichtung man sich so kleidet und aussieht und so lebt und in der so und so und so und so. Das ist überall das Gleiche, irgendwie. Und da gibt es nur so ein paar kleine, wunderschöne, bunte Aras, die hervorstechen und sich dann in einer anderen Hülle zeigen und auch ihre Kreativität ausleben. Mit Kreativität haben wir also ein Werkzeug in der Hand, negative Gefühle und Emotionen, Leid und verschiedene Themen unseres Lebens zu transformieren. Mittlerweile gibt es doch auch, jetzt zum Beispiel in diesen Kuren oder Therapien, gibt es ja kreative Wege. Ja, kreative, ach, ich komme jetzt gerade nicht drauf, aber ich mache selber auch sowas mit kreativem Malen. Ja, also da passieren wirklich ganz, ganz tolle Sachen und Bewusstseinssprünge. Wird uns die Kreativität aber aberzogen oder vielleicht sogar madig gemacht, dann fühlen wir uns nicht mehr in der Lage, free zu stylen. Und ich bin ein absoluter Freestyler.
ja, auszuprobieren und unseren eigenen kreativen Weg zu gehen. Also im Umkehrschluss heißt das wiederum, dass wir es hier mit dem Halschakra zu tun haben. Oh Mann, ja, wir sind fremdbestimmt und erlauben uns nur, systemrelevant auszudrücken. Aber was ist, wenn du schon sehr kreativ bist und trotzdem aufschiebst? Ist das nicht auch noch mal so ein ganz wichtiger Punkt? Nun ja, meine Liebe, hier könntest du es mit einer Verletzung im Urvertrauen zu tun haben. Das wird ja immer umfassender. Es ist schon wirklich auch sehr speziell. Wir wären ja jetzt dann beim Wurzelchakra. Ja, meine Liebe, jetzt wirst du erst richtig wach. Du kannst nichts voneinander trennen. Ihr könnt nichts voneinander trennen oder auch betrachten. Das wisst ihr doch eigentlich. Was jedoch treffend ist, dass die Chakren hiermit sehr tief in Verbindung stehen. Hier liegen die Prägungen verankert, die Glaubensmuster und auch die Programme. Die müssen gelöst, befreit werden. In euren Chakren hat nichts zu suchen, außer der kreative, schöpferische Geist des Göttlichen. Also was wäre denn jetzt die Lösung, die Chakren auszugleichen? Ja, jedoch nicht nur. Wenn eine Verletzung im Urvertrauen, im Selbstwert und so weiter vorliegt, ist es notwendig, sich zu erinnern und Glaubensmuster, Sätze, intern gesprochene Verträge der Seele zu lösen. Wie zum Beispiel, nie wieder will ich mich so beschämen oder in solch einer Situation bringen. Dann wird diese bestimmte Situation natürlich vermieden. Wir schließen diese Verträge nicht mit Gott, wir verschließen diese Verträge mit unserem höheren Selbst und das wird dafür sorgen, dass wir diese Situation nicht mehr erfahren. Sprich, wir werden eine Strategie entwickeln und aufschieben oder darauf warten, dass es von alleine sich erledigt. Ist doch interessant, oder? Ja. Ja. Ein weiteres Merkmal ist aber auch, dass Seelenanteile, also Seelenaspekte verloren gegangen sind. Und es ist gut zu wissen, ja, und ich hätte das vorher nicht gedacht, als dieses Wort zu mir kam und ich mich jetzt damit ein bisschen beschäftigt habe. Aber es ist gut zu wissen, dass es da gibt und es ist auch gut zu wissen, dass man darüber ein ganzes Buch schreiben könnte oder weiß ich nicht, wie viel Vorträge halten kann. Aber um es jetzt einfach mal abzukürzen und nur mal so in den Raum zu legen, und ich würde dich natürlich auch bitten, schreib mir vielleicht mal unten in die Kommentare, was du davon hältst, ob du das kennst oder ob sich das in deinem Leben oder in deinem Umfeld auch so zeigt oder was sich da zeigt und was deine Erfahrungen sind. Was ich aber natürlich mache, wie immer, meine Lieben, ich ziehe eine Karte dazu. Und diesmal ziehe ich eine Karte von den Töchtern des Lichtes, von Jo Ruland und Melanie Missing. Diese Karten sind immer sehr, sehr gut und ja, die bringen Gebete mit sich, die einem helfen, auch dort die richtigen Wege zu finden oder den Weg frei zu machen, die Themen, die dahinter stehen, zu lösen. Also, ich habe die Anna gezogen. Die Anna steht für Güte, Gnade und Liebe. Und die Botschaft der Karte? Das ist schön, du bist ein Kind der Liebe. Die göttliche Mutter, deine Großmutter, hält schützend ihre Hände über dich. Du bist nicht alleine. Immer gibt und gab es gütige Kräfte, die über dich wachen. Deine lichtvollen Ahnen im Himmel hüllen dich in ihr Licht. Die rücken gerade alle näher. Fühle ihre Liebe. Sie stärken dir den Rücken und segnen deinen Weg. Ja, und sie lieben, sie lieben, sie lieben, sie lieben. Du hast einen Ahnenschutz, die eigentlich nur darauf warten, dass du deine Kreativität wieder liebst. Du könntest eine Kerze zünden, also ein Licht zünden für deine Ahnen und für die Mutter allen Seins. Und dann spüre den Segen deiner lichtvollen Ahnen, ja, und wisse, dass der Himmel dich segnet. Heute. An jedem Tag, wo du dieses Licht oder diese Kerze zündest und du wirst den Weg daraus finden oder dir die entsprechende Hilfe in Anspruch nehmen können. Das Gebet, das lese ich euch noch vor. Deine lichtvollen Ahnen segnen und stärken dich. Ave Maria, ihr lichten Ahnen.
die ihr den Himmel vor, die, 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 ihr, die in den Himmel vorgefahren seid. Ich rufe euch. Ich nehme euer lichtbringendes Erbe hier auf Erden dankend an und bitte um eure liebevolle Kraft. Steht mir bei der Auflösung aller alten, mich im Heute blockierenden familiären Themen bei Arm und in Liebe. Spricht doch nochmal dafür, dass letzten Endes das auch ein Ahnenthema ist. Und das ist natürlich mega, mega, mega spannend, meine Lieben. Ich danke euch für euer so mit mir sein und vielleicht auch mit dem so mit mir schauen, was es da gibt. Und segne euch. Aho!